meine lieben Freunde. Wir sind gerade auf dem Weg zurück nach Hause von den ESL-Studios, wo wir heute ein super geiles Video gemacht haben mit der guten Dani. Und wir sind gerade jetzt auf der Autobahn zurück und jetzt haben wir hier eine Fehlermeldung. Ne? Also Bens Auto läuft hier gerade heiß, ja, ihr seht jetzt schön blinken. Und wir suchen gerade vergebens die nächste Raststätte. Vielleicht bleiben wir ja auch jetzt stehen. So, ihr könnt sehen, die Nadel bleibt einfach nur straight auf, wenn ihr es erkennen könnt. Ja, viel zu heiß. 180, glaube ich, oder? 130. Und es blinkt und es blinkt und es hört nicht auf. Ah, guck mal. Oh. Hä? Was ist denn jetzt los? Das ist sehr mysteriös. Ja, liebe Freunde, da ist die Karre stehen geblieben. Da stehen wir jetzt. Der Motor hat gerade schön gequalmt. Es ist gerade so laut. Der Melo ist gerade in seiner Arbeitskluft hier. Macht gerade ein Praktikum beim ADAC. Ja, und wir stehen halt jetzt hier mitten auf der Autobahn, kurz vor zu Hause. Hier. Ja. Wir konnten die Heimat schon riechen. Aber unser Badmobil streikt. Leute, das ist gerade hier eine Premiere. Ich stehe das allererste Mal in meinem Leben auf dem Standstreifen einer Autobahn. Es ist so awesome. Ja, Freunde, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt hier. Ne? Ich habe so eine geile Weste an hier. Das sieht ja mal richtig, richtig nice aus. Und wir stehen hier mitten auf der A1. Schöner kann man sich den Tag nicht vorstellen. Ist das eine Reportage, was wir hier machen? Das ist eine Reportage, das ist gar kein, ist keine Panne. Das ist Autobahn-News. Stau auf der 1 Richtung Köln. Wegunfall gesperrt, 3 Kilometer. Hör mal, wo sind wir denn gerade hier? Wir sind gerade auf der A1 Richtung Dortmund. Ah. Aber hier fließt der Verkehr außer wir. Ja. Wir behindern den eher. Ja. Schicke Weste aus der Hand. Dankeschön. Hör mal, wo ist denn dein Warndreieck? In deinem Arsch. So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt schon 5 Stunden hier in diesem Auto. Wir wissen immer noch nicht, wann die Hilfe eintrifft. Und so langsam kriege ich Hunger. Leitung gesetzt. Mindestens eine halbe Stunde. Ja, der Stau muss auch noch einbrechen. Das macht keinen Spaß. Da. Das ist auf unserer Seite kein Stau. Da ist was. Da ist was Essbares. Nein. Kannst du jetzt bitte essen? Wo bist du? Da. Leute, mein Hunger ist so riesig. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist blau. Meinst du den LKW da hinten? Ja. Du bist dran. Okay. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist grün. Ein Baum. Nee. Das war das Grashalm, direkt hier neben den Pöller da unten. Genau das habe ich gemeint jetzt gerade. Ja, genau da unten, hier neben dem Pöller da, das eine da, weißt du? Hast du Probleme mit, wenn ich mir jetzt einen runterhole? Nein, ist in Ordnung. Nee, mach ruhig, aber solange du nicht auf mich schießt, ist alles okay. Alles in Ordnung. Ich habe zwar kein Kühlwasser mehr, aber ich habe ein Gimmick. Seht euch die Leuchte an, für alle Frauen hier. Oh. Ladies. Ja, so Leute, ich muss ein bisschen schreien, ne? Weil es ist so laut hier. Wie geht es dir? Scheiße! Meine Karre pisst mich an. Jetzt bin ich noch mit so 2 Deppen an einem Punkt gefallen, mit dem ich eigentlich nichts zu tun haben möchte. Privat. Du bist der Erste, der gefressen wird. Was haben wir denn da? Wer hat denn sowas hier? Das warst du, ne? Der Bodekampf. Den hab ich als Kühlmittel eingefüllt. Hat nicht funktioniert, du. Ja, ja, was man hier so auf den deutschen Autobahnen so findet. Den Kräuterschnapp. Living on the highway, yeah. Immer RWE.
Ta-tü-ta-ta-ta-tü-ta-ta. Yay! Ja, liebe Freunde, der Buddy ist gerade sehr, sehr im Keller. Wir müssen das Auto jetzt abschleppen lassen. Ja, ist natürlich eine traurige Sache hier mit dem Buddmobil und natürlich für unseren lieben Buddy noch viel beschissener. Ich habe immer noch Hunger. Ja, Freunde, der gelbe Engel ist da. Ich will Abschleppwagen fahren. Einfach nur. Time to say goodbye. Ich fühle nicht mit dir. Du tust mir echt leid. Ja, meine lieben Freunde, ich gebe euch mal kurz ein Status-Update hier. Status-Update. Wir sitzen jetzt im Bus von, in dem Abstellwagen von den Gelben Engeln. Das muss ein Transformer sein, anders kann ich mir das nicht erklären. Time to